Hallo und herzlich willkommen, meine lieben Rollenspielfreunde da draußen, hier zurück zu MM in ja, Vampire the Masquerade Swansong. Wir haben beim letzten Mal ein unmoralisches Angebot bekommen. Das ist nichts Ungewöhnliches für diese Welt, aber wir müssen echt darüber nachdenken, ob wir das tun wollen. Sprich mit Rafa, Anführer oder Hacker. Lege die gefälschten Akten in den Tresor oder stürzt Ceres, die Anführerin der Miliz, brich in das Gewölbe ein. Überrede die Milizklinge, dir sich dir anzuschließen. Vielleicht muss ich das halt doch machen. Mal schauen. Erstmal habe ich aber natürlich noch vor, mich noch mal ein bisschen umzuschauen. War da nicht noch eine weitere Tür? Da war noch eine weitere Tür. Private. It's open. Thanks, Yardley. Ah, okay. Das ist dann, wenn ich ihr das unterschieben will. Alles klar. Okay. Hab verstanden. I told you to get out of here. Dann würde ich erstmal nochmal mit diesem Rafa oder dieser Rafa sprechen. Das hier ist auch nochmal eine Tür. The lock must be on the other side. Eine Tür, die nur eine Seite verschlossen, also nur von innen verschlossen werden kann. Ja gut, das ist durchaus vorkommend bei Türen, also Außentüren, ne? So, was seid denn ihr jetzt hier für Gesellen? Should have left 2 hours ago. What are we waiting for? For Thane to change his plans. What they just told us is big news. I'm not gonna wait around here forever. You'll do what Saul tells you to do. Period. If you don't like it, you can go drown yourself in the bay. We can't drown. You know that, right? Also, hier ist anscheinend Saul und ihre Truppe. I hope Saul knows what she's doing. Das ist hier so eine richtige Motorradgang. I heard you got some kind of plan to get us out of this mess. Yeah. Something like that. Saul's taking some big risks for you. If it doesn't work, it'll work. We'll see about that. Ja, reden wir trotzdem mal mit den Leuten hier. Der ist sehr katatonisch sein Motorrad anstarrend. Bestimmt ein Toreador, der diese Farbe grün gerade eben unfassbar unwiderstehlich findet. In Starre verfallen. Na, Saul? Ah, still in one piece. I'm impressed. Your friends might hate me, but they're afraid of Hazel. They wouldn't dare touch a hair on my head. It's not just Hazel. Everyone knows the Black Rattler's Rose. So, what do you think? Must be a hell of a change from all those tight asses at court, huh? Ich sage einfach mal, es gefällt mir hier. Yeah. It's not bad. Things seem a lot simpler here. Easier to understand. Appearances can be deceiving. It's a far cry from their little intrigues, sure, but it's not all roses here either. Hazel's been clamping the vice. Nah, it's not just her. The gang wars are also a problem, and then there's the overpopulation issue. We deal with it. It's the price of freedom. Exactly. You know, your message earlier. At the time, I really thought you wanted to take the plunge. Well, that you were gonna join us. Got your hopes up. I'm a little disappointed. I think you have your place here. You should think about it. Not tonight. I know. But if you have any questions, let me know. Was weißt du denn über Rafa? I need to know more about Rafa. Can you help me out? Not really. Sorry, he keeps a low profile. You must know something. Nothing you don't know already. He's a hacker. He's the head of a group of hackers. That's pretty much it. That's nothing. I warned you. His henchmen would be able to tell you more than me. Okay, dann gehen wir mal. I'm leaving. I'm counting on you, Lewis. Mal gucken, ob wir hier noch irgendetwas Brauchbares finden. If it isn't Mother Saul's little favorite, what was your name again? MM. That's right, the chick with the clubs. Everyone's got their eye on you tonight. Better watch your step. Yeah, thanks for the advice. Das war gerade wild. Ich war auch gerade eben von der Stimme irritiert. Das klang für mich so, also es kann auch eine Frau gewesen sein, die diese Frau hier, weil es ist ja eigentlich eine Frau, gesprochen hat. Oder es war ein Mann, der versucht hat, wie eine Frau zu klingen. Ich bin mir gerade nicht ganz sicher. Bizarro ist Bizarro.
Das kann ich auf jeden Fall schon mal sagen. Und hier geht's auf jeden Fall irgendwie auch wieder runter. Kann es sein, dass da unten dann die Sewer Rats sind? Also, ihr wisst schon, die Hacker. Ich brauche Hilfe, wenn ich survive on Long Island. Hey. Hey. Selber hey. Das war ja nicht gerade sehr, sehr erleuchtend. Die Docks werden mich immer erinnern, als wir Frankreich flohen. Und jetzt die SI might force us to flee again. Wie viele von euch kommen eigentlich aus Frankreich? Gut, auf der anderen Seite, ich glaube, die Entwickler sind Franzosen, oder? Ich glaube, die Entwickler sind Franzosen. More curve in the trajectory. Ozzy, you... Not now, okay? What? You're not interested? No. Suit yourself. You'll be sorry that you didn't listen to me. Sure, sure. Darf ich da durch? I'm busy. Rafa? Rafa? Are you Rafa? What do you want with him? I need to see him. Why? Es geht die zweite Inquisition. SI. Ring a bell? Tell me where I can find him. You're gonna have to wait. Rafa's out of town. Ach nee, das ist nicht Rafa, der heißt Chance. Und wo ist der, wenn nicht in der Stadt ist? What do you mean, out of town? Where is he? Not here. Great. Ich möchte einen Verantwortlichen sprechen. Who's in charge here then? Does he have a second in command? Yeah, me. But I have nothing to say to you. Let me at least explain. Aha, I don't want to hear it. I have my orders. I'm sticking to him. But the court... Not my problem. Fantastic, thanks. Was there anything else? Or are we done here? Ich kann es mit Überzeugen versuchen. Ich will mehr über seinen Anführer herausfinden. Ey, ich mach das, ne? Wir machen das. Yes! Rafa, what can you tell me about him? Nothing? There's nothing you need to know. A little paranoid, are we? You can trust me. I don't have any ulterior motive. Sprach die Toreador. I work for myself. I'm just curious, that's all. All right? I'll answer one question. What do you want to know? Seine Abwesenheit. Darauf gehen wir jetzt erstmal einschlussfolgern. Dane told you about the Second Inquisition, right? Is that why you're here? Yes. So you know that the situation is serious? Yeah, but... I don't see what that has to do with... And Rafa, for some reason, isn't here. That's a little curious, isn't it? No. He's got the right to do whatever he wants. In the middle of a crisis? That's pretty negligent of him. Mind your own business. I answered your question. Now fuck off. Tja, wirklich weitergekommen sind wir dadurch jetzt nicht unbedingt, ne? Aber was soll's. Irgendwann bekamen wir nochmal eine Dialogbelohnung. Und wir suchen jetzt einfach mal weiter. Eigentlich müsste ich mit Blinzeln da mich einfach rüberporten können. Meine Meinung zu dem Thema. Also wenn das jetzt hier nichts wird hier, ne, wenn ich hier wirklich gar nichts finde, dann bin ich enttäuscht. Hier ist wirklich nichts. Es ist wirklich einfach nur... Ey, ganz im Ernst. Das ist doch sicherlich jetzt nicht einfach wirklich so ein völlig nutzloser Lagerbereich, in den ich reinlaufen kann. Das hat doch sicherlich noch irgendeine Bewandtnis. Ja, ich kann mich da leider nicht hinblinzeln. Und hier... Oh, warte mal, hier kann man rein? Nicht wirklich... Okay, also ich denke mal, dass ich jetzt einfach mal in diese Kanalisation gehen will. Weil so viel mehr gibt's hier ja nicht. Und ich möchte jetzt hier nicht sofort die eine da in die Pfanne hauen, wenn ich es nicht unbedingt muss. Ich befürchte, dass ich es muss, aber we will see. Also, dann mal runter mit uns. Unten gehen.
Who knows where these tunnels could lead? Eine Tori im Abwasser. Erstmal essen. So, von einer Rate getrunken, widerlich. Jetzt will ich gerade mal gucken. Ich habe noch mal ein paar Talent-Boni bekommen. Echo des Prinzen. Rede dir es von der Seele. Okay. Das haben wir ja bekommen. Haben wir, glaube ich, auch gemacht. Das habe ich jedes Mal, glaube ich, genommen. Okay. Also, wenn ich noch eine Ratte trinke, dann bekomme ich noch mal -50% Verdacht pro getötete Ratte. Das ist gut zu wissen. Ah, dafür ist der Schlüssel. Gut zu wissen. Könnt ihr auch darüber springen? Was war das denn gerade? Ich hole mir erstmal nochmal einen zweiten Snack. Da war nochmal eine zweite Ratte irgendwo. So. Jetzt haben wir das Talent Rattenfresser erhalten. Das geht hier noch weiter, ne? Also wie man hier sieht. Nächste Stufe ist nochmal plus 1. Ne, warte mal. Dann bekomme ich nochmal plus 1 Hunger, wenn ich da ganz unten bin. Kontrollierte Jagd, wir haben Redegewand. Da haben wir halt noch kaum irgendwie was einsetzen können. Also nochmal bitte. Ach, die ist da in die Mitte gesprungen oder was? Zuerst. Ich wusste es, dass es hier einen Weg gibt. Here we go. It wasn't that hard. Ja, das stimmt allerdings. Ich wette, dass deren Anführer Rafa überhaupt nicht weg ist. Würde mich auf jeden Fall wundern. Oder wir finden auf jeden Fall irgendetwas, mit dem wir was anfangen können. Also Auspex habt ihr beiden Dudes ja nicht. Sonst würdet ihr das jetzt hier mitbekommen. Wow. I wasn't expecting that. Eine krasse Serverfarm hier. Naja, was ist Serverfarm? Ist de facto ein richtiges Büro. Hier brauche ich wieder einen Schlüssel oder deutlich mehr Technologieskill, um damit irgendwas anzufangen. Was ist das? Vertraue nie darauf, dass die Technik ein Geheimnis bewahrt. Ja, das ist wohl richtig. Aber ansonsten kann ich hier nichts mehr machen. Searching and deleting articles, videos, keywords, paranormal, vampire, blood mess, Boston. Die sind gerade eben dabei, die Maskerade, so wie es aussieht, zu wahren. Aber was mache ich damit hier? Ne, hier kann ich nichts machen. Ich kann es nur beobachten. Im Rechner beim Arbeiten zu gucken. Was ist das für ein Handy? Ein Handy. Gib den Sicherheitscode ein. Den habe ich nicht. Will ich mich da... hineinhacken, ja komm. Kontakte. Rudy, IT-Mädel, Sergeant Dweller, Zentrale Dock Süd, Layla Guzman, Draft Mosley und Mumble. Mumble. Danke für die Info, das ist der Wahnsinn. Veröffentlichen Sie den Artikel bald? So schnell wir können, wir hängen dahinter. Cool, sagen Sie Bescheid, wenn er draußen ist. Vielleicht kaufe ich mir die Zeitschrift und dann so ein Sonnenbrillen-Smiley. Mumble. Mumble. Okay.
Wahrscheinlich irgendwie ein Blogger oder was weiß ich. Interesting. Die haben also die Bilder von dem hier, aber sie hat es ja selber noch gar nicht gesehen, ne? Caius has got himself some competition. These guys are pros. Oh ja, die wissen, was sie tun. Aber das ist halt das Schöne daran, ne? Mit der modernen Technik, und das ist halt das Interessante an Vampire, haben halt die alten Vampire ein Problem. Denn sie haben zwar mega mystisch mächtige Fähigkeiten, aber verstehen häufig die Technik nicht, die moderne. Die moderne Technik kann Dinge bewirken, die halt selbst einen sehr, sehr vermeintlich ohnmächtigen jungen Vampir, der einfach nur weiß, mit ihr umzugehen, enorm mächtig werden lässt. Ich habe ein Problem mit der Firewall, kannst du dir das ansehen? Habe es geregelt, muss dein Passwort zurücksetzen. Ist jetzt Gladys Registrierungsnummer. Ah. Gladys Registrierungsnummer. Moment, hier war doch eine Gladys. Nee, doch nicht. Okay, jetzt muss ich Gladys Registrierungsnummer rausfinden. Wenn ich das hier so richtig einschätze. Und was ist da los? Right, left, down, park. God damn fucking code. Down, left, no, no, right. Park. There's something in the corner. Mhm. It looks like a lock. Moment, was hat er gesagt? Er hat irgendwas mit unten links unten gesagt? Right, left, down, lock. Right, left, down. God damn fucking code. Down, left, no, no, right. Unten links rechts. Okay, also es scheint. There's something in the corner. Er hat es, glaube ich, nicht gelöst bekommen. Unten links. Ah, ne. Unten links rechts. Okay. Ich habe das nicht verstanden, wie das geht. Da ist nochmal ein Computer. Moment, da liegt doch was. Ich konnte einige Informationen gewinnen. Sie schützen ihre Maschinen nicht sehr gut. Viel Spaß bei der Lektüre, Shongmin. Link Speicher-Sticks. Dumme Passwörter, dumme Leute. Und was war es dran? So. Oh, da ist auch noch was. Irgendwelche Farbdosen. Schlüsselkarte. Ich habe nochmal eine Schlüsselkarte jetzt hier zufällig gerade eben entdeckt. Aber das wird hier wohl nicht reichen. Oh, doch! Eine Club-Visitenkarte. Okay, echt jetzt? Das ist alles, was hier drin ist. Ja, ich muss nochmal hier Willenskraft wiederherstellen, ne? Sonst kann ich nicht handeln. Also, wir müssen immer noch hier jetzt was rausfinden. Gladys Registrierungsnummer. Gladys. Nicht eine Gladys. Ja, nach. Dann habe ich nur Saul. 11. Generation. Boah, die ist aber auch schon echt alt. 1893. Gangrel, ich wusste es. Wobei, also es war meine zweite Vermutung. Meine erste Vermutung war Brucha. Aber als ich gehört habe, dass die halt irgendwas mit Feral und was weiß ich was heißen, war meine Vermutung, dass es dann doch vielleicht eher eine Gangrel ist. Ach, guck mal, der Clansmensch. Der Priester.
Also, hier kommen wir momentan gefühlt noch nicht weiter. Aber es scheint hier halt wirklich keiner da zu sein. Gucken, ob hier irgendwas liegt. Nee. Und wir sind ja noch lange nicht fertig mit dieser Kanalisation, nehme ich an. Wir sind jetzt auch hier wieder enorm hungrig. Immerhin kostet das nicht jedes Mal. Das wäre ja unbezahlbar. Jetzt gehen wir mal dadurch. Oh, wer liegt denn da? He looks like a junkie. Bruch betrachten. From the position of the body, I'd say he fell off the ladder. Aber keiner hat sich um ihn gekümmert, oder wie? Ja, da oben, guck mal, da ist noch was. Ah, diese Batterie, die sah aus wie ein Punkt. What was he doing here? Trying to escape. Das ist eine verdammt gute Frage. Gehen wir mal nach oben, gucken wir, wo wir da rauskommen. Das ist... woanders, als ich bis jetzt jemals gewesen bin. Okay, wir sind jetzt hier in diesem abgesperrten Bereich, wo ich mich gefragt habe, ob man überhaupt rein kann. Oh. Läuft irgendwo Essen rum, ich hör's doch. Wurde nicht... doch, wurde gesehen. Ey, es ist echt großartig, ne? Wer hat... hast du das gesehen, oder was? Oh. Schlimm ist mein Verdacht inzwischen. Oh, fuck. Der ist halt schon enorm hoch. Ah, ich gelte als unzuverlässig. Fuck. Also, ich mach's mir nicht leicht. Was ist denn das hier? Irgendwas ist hier, mit dem ich nichts machen kann. Das hier gilt auch als safe. Was ist da drin? Who is this guy? Ach, das ist eine Leiche. Oh. Wonderful. It's done. Well? It's done. What about the contact? The girl was nervous at first, but it worked out. She said she'd contact you. Wonderful. So, we're good? For the blood, I mean. My cooks. It's starting to become urgent. Of course. Come here. Thanks. I think we make a good team. If you say so. Der Yardley hat hier einfach jemanden umgebracht. Wahrscheinlich einen Dünnblütigen, so wie ich das hier einschätze. Oh, meine Güte. Comes up. War da gerade irgendwas mit Comes up? Ist auf jeden Fall ein Schlafort. Twinkle. Da ist jemand.
Aber erstmal an alle, wir werden ein paar Nächte damit aufhören, Sterbliche zu sammeln, bis sich die Lage beruhigt hat. Wir werden uns weiter Saftbeutel holen, aber besser verteilt. Nicht mehr als jede zweite Woche. Und wir werden häufig das Fahrzeug wechseln. Radner kennt jemand bei einer Werkstatt, der uns ein paar Autos leihen kann. Keine Lieferwagen mehr, die sind zu auffällig. Bleib wachsam, Yardley. Ich glaube, ich komme hier gerade eben hinter die Machenschaften von Yardley. What the hell is this? Hey! Is anybody here? Ich rede mal mit ein paar Leuten. Twinkle, twinkle, little star, how I wonder. He's totally high. Genau. Wer bist du denn? I wanna sleep. Ja, ich glaube, die gönne ich mir. Come on. It won't take long. So, Erfahrungsbonus, Disziplinen, sanguinische kontrollierte Jagd. Das will ich mir gerade nochmal anschauen. Also, wir haben jetzt hier... Nee, wo ist es? Das hier. Mehr Hunger durch kontrollierte Jagd. Sehr gut. Und ich habe die sanguinische... bekommen. Ach, wo steht denn das nochmal? Auf jeden Fall habe ich die sanguinische bekommen. Das müsste doch eigentlich bei Eigenschaften irgendwo dran stehen. Ja, oder auch nicht. Egal. Auf jeden Fall haben wir uns jetzt wieder gesättigt und die Dame ist jetzt hier erstmal... Wie war's? Sie wollte pennen. Jetzt kann sie auf jeden Fall fröhlich vor sich hin dösen. Das ist mein Pissoir hier. Ach du Scheiße. Vomit. How delightful. Ja, lass uns doch mal die Kotze mit Auspex näher anschauen. Jetzt bin ich gespannt. Wohin führt mich das? Ja, das führt mich jetzt garantiert zu dem einem Arm abgestürzten Typen, oder? Stench. He must have been rotting here for a few days. And the vomit doesn't help. Ja, aber was hilft mir das jetzt schon wieder, ey? Also das hilft mir doch überhaupt nicht weiter. Ich meine, den habe ich doch schon längst gefunden gehabt. Gut, es kann natürlich auch sein, dass ich vielleicht normalerweise von woanders hier noch rein kann, aber wenn das nicht der Fall ist... Also ich weiß auf jeden Fall nur, dass der Yardley sich ja offensichtlich Leute hält und die halt auch im Zweifelsfall eiskalt umbringt, aber diese Information ist halt trotzdem jetzt irgendwie nicht besonders hilfreich oder zielführend. Hurry up. Irgendjemand labert da noch oder besser krächzt darum. Da ist noch eine Person, ja, und was ist das da? Nichts. Ach, von dir kann man auch trinken. Huh? What? Hi. What? What is it? Is it for my hit? Are you gonna give it to me? What? You don't have my hit. No. Oh. All right. Too bad. Der hält sich also seine Opfer hier, so wie es auch... Ah, doch, ich hätte hier, glaube ich, reingehen... Nee, jetzt sehe ich es noch nicht. Also der hält sich hier offensichtlich Junkies im wahrsten Sinne des Wortes und kümmert sich anscheinend überhaupt nicht um irgendwas. Die liegen halt auch teilweise einfach nur rum. Oh, was ist denn das hier? Was? Substanz?
Gott, was? Subs. Substanzsuchspersonsdosis. Das ist fehlerhaft hier dargestellt. Effekte 1, Effekte 1. Säure, Versuchsperson 1. Verschiedene Säurekonzentrationen. Effekte gehen hoch. Gehen hoch. You never get sleep. Before the Säure, Heroin. Ah, der guckt sich also an, wie lange die Effekte der Drogen irgendwie. Aber was nützt mir das? Bis jetzt nicht viel. Okay, ich hätte auch hier reingehen können. Aber was nützt es mir jetzt zu wissen, dass da ein Toter liegt? Brauch immer noch diese eine Nummer von dieser Gladys. Von der ich nicht mal, also diese Registrierungsnummer, von der ich nicht einmal weiß, wer das ist oder wo sie ist. Ja, das war bei den beiden hier. Ich guck gerade eben, ob ich irgendwie jemanden sehe, der vielleicht Gladys heißt. Nee, ich kann die Namen ja gar nicht sehen. Wow, was ist mit dir? No. Leave me alone. There's too much noise. Ogen. Hey. Not now. Der Radner will nicht mit mir reden. Ja, jetzt ist halt das große Problem, ob ich das jetzt machen will oder nicht, die eine in die Panne hauen. So you're the one behind these collages. Some of them. Yeah. You're the chick from the cam, right? MM. I heard some guys talking about you. You don't seem to have a lot of fans around here. Oh, gibt Sinn. I represent everything they despise. It's natural for them not to trust me. I don't blame them. You should watch out. Not everyone is as forgiving as you are. Oh, because you are? I don't have anything against you. We're all just trying to survive, right? Even if I'd rather see your prints burned to a crisp in broad daylight. There are a lot of you who feel the same way. And not just here. Answer me honestly. Are you here because you believe in her? Or because you were forced to come? Weil ich keine Wahl habe. The cam's never done anything for me. But she's the prince. So you just shut up and take it. That's one way to look at it. Things won't ever change if people like you don't have the courage to say enough. There's nothing in it for me. Your freedom. That's one point of view. I hope you know what you're doing. Now, if you'll excuse me. As you please. Ja, nach wie vor bin, also meine MM bleibt die Rebellen. Aber was nützt mir das? Wisst ihr, was der Gag ist? Der Yardley hat uns gerade eben vorhin erst hier quasi sogar verpiss dich gesagt. Das war der. Das war er. Ah, schwierig. Schwierig. Ich rede nochmal mit dem Chance, oder wie der Typ da heißt. Oh, wer bist denn du? Now's not the time. Ja, okay, dann halt morgen. No. No. Danke fürs nicht vorhandene Gespräch. Aber es gibt ja immer noch einen weiteren Weg, den wir jetzt gehen können. Wir haben noch nicht alles abgegrast, denn da hinten geht es ja auch runter in die Kanalisation. Und das will ich mir jetzt auch nochmal anschauen. Clock's ticking. Pech. Was bildet der sich ein, ey?
Der Yardley, nee, dem vertraue ich kein Stück. Der macht hier nur seine Spielchen. Hier ist irgendwie ein Einsturz. Was ist das? Ah, hier kann ich auch wieder Schlüssel verwenden. Das ist überaus praktisch. Yuck. I don't even want to touch that. Ah, okay, jetzt will sie es auch nicht mehr. I'm not sure I'm hungry enough to feed on just anything. Ah, jetzt verstehe ich, wie das hier funktioniert. Deswegen wollte die Leisha das auch nicht trinken. Wenn sie nicht hungrig genug sind, essen sie es nicht. Es sind halt nur Ratten, ne? Aha. Ja, aber so viele Möglichkeiten gibt es hier ja gar nicht. War da gerade jemand? Nee. Sah nur kurz aus. Okay, also dann gehe ich mal wieder zurück auf das Schiff, weil ich habe das Gefühl, dass es der einzige Ort ist, wo ich wirklich irgendetwas machen kann. Es fühlt sich halt so an, weil jetzt haben wir hier so ziemlich alles Zusammenhängende herausgekriegt, ne? Halt ein kleines System, aber jetzt auch nicht unbedingt übertrieben groß. War ich da eigentlich schon? Es gibt da halt einfach nichts. Oder warte mal, bin ich überhaupt auf dem Weg zum Schiff? Ich glaube, ich laufe gerade woanders lang, oder? Ja, hier war ich noch gar nicht. Wo komme ich denn jetzt raus? Das ist auf jeden Fall etwas, wo ich noch nicht runter bin. It looks like a storage room. It's practical, if not clean. Okay, zufällig. Sehr zufällig an einen richtigen Ort gelangt. Ah, okay. Beide Stock. Now I have to find the safe. Welchen Safe? Here we are. The vault. Wow, hier ist aber eine Menge. Was ist das? Eine Schlüsselkarte N79. Gott, hier sind viele Safes. N79. Wie passend, dass hier rumliegt. Das sind zwei Notes. Erstmal das obere lesen. Werte Monty, ich habe die Inventur des Mosasaurus. Ach, das war's, ein Mosasaurus. Ich liebe diesen Namen. Abgeschlossen. Ich dachte schon, das würde den Rest meines Unlebens dauern, aber jetzt bin ich fertig. Alles ist katalogisiert, vom kleinsten Zahn bis zum letzten Wirbel. Red wird bald die Aufhängungen anbringen. Angesichts der Größe dieses Monsters werden wir das ganze Team brauchen, um das hinzubekommen. Hoffentlich kommt Tanya bei der Sache nicht auf den Geschmack. Ich will lieber vernichtet werden, als noch einmal ein solches Ding durchzuziehen. Beim nächsten Mal bist du dran, Birdie. Birdie, Vakos Kumpel ist gestern vorbeigekommen, um ein paar Sachen mitzubringen. Wir haben beschlossen, die Gelegenheit zu nutzen, um auch ein paar Zertifikate vorzubereiten. Und wir sollten uns wieder an einem Antiquitätenhändler wenden, um die Waren zu verkaufen. Das überlasse ich dir. Bis später, Winnie. Echtheitszertifikat. Ich, der Unterzeichner Raymond Newchurch, bestätige hiermit, dass es sich bei dem nahestehenden bezeichneten Werk um das Original und ein Einzelstück handelt. Titel des Werks: Nächtlicher Vorstadt. Nummer 7. Name des Künstlers: R. Ensch. Medium: Fotografie. Entstehungsjahr 2018. Wieder ein Echtheitszertifikat. Auch wieder so ein Echtheitszertifikat. Titel des Werks: Ausschweifung. Von einem
Aquarius. Ein Gemälde 2009. Und dann noch Echtheitszertifikat von einem, ja, eine Fotografie von einem gewissen Couture. Titel des Werks gezeichnet 2013. Fange ich aber sehr wenig mit an, wenn ich ehrlich bin. Das. Oh. A2. Auch ein Schlüssel. What's this? Was ist das da? Ein Handy, okay. Das Paket wurde geliefert, okay. Ein gewisser CO. Wir brauchen heute Abend ihre Agentin, um eine Lieferung abzuholen. Roxbury, es ist mein Fahrer, er wird keinerlei Schwierigkeiten machen. Ich schicke jemanden, Lieferung abgeholt. Bringen Sie sie innerhalb von 3 Tagen an die übliche Abgabestelle. Abend ist abgeliefert. Danke, treffen heute Abend Lars A. Park. Ich kann nicht, ich schicke jemanden. Ich warte, er sollte bald dort sein. Abend, der Mann, den ich gestern Abend geschickt habe, ist nicht zurückgekommen. Wissen Sie was darüber? Dann anderthalb Stunden, über eine Stunde später, Fragezeichen. Lieferung an Quincy Center zu liefern in 3 Tagen. Verstanden. Abend geliefert, okay. Treffen heute Abend Nubian Square, es ist dringend. Ja, ich schicke jemanden. Keine Mittelsmänner, kommen Sie persönlich. Heute Abend geht es nicht, verschieben wir es. Abend, bin verfügbar, sollten wir uns treffen? Fragezeichen. Ich habe eine andere Lösung gefunden. Okay, vermeiden Sie heute Nacht das Stadtzentrum. Okay. Das sind also deren Deals halt, ne? Ein gewisser Daniel. Dan, besorg mir eine Ladung Rod in Roxbury. Hast du Zeit? Bestätige. Habe sie. Hab es in eine unserer Werkstätten gelagert. Danke. Noch ein Botengang. Ich kann heute Abend nicht. Lars A. Park, kannst du übernehmen? Ja. Bist du schon los? Ich bin unterwegs. Wo bist du? Dan? Daniel? Okay, der Daniel, den hat es wohl nicht... Der hat es wohl nicht mehr geschafft. Interessant. Was ist das da hinten? Okay, hier kann ich die frisierten Akten ablegen. Notizen zu den Vierteln. Downtown, Camarilla, 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 Süd... Okay. Roxbury-Patrouillen. Unbekannte Gruppe in der Washington Street. Problem geregelt. Camarilla im südlichen Sektor. Unbekannte Gruppe. Gab's auch eine zweite Seite, die ich übersehen habe? Nee, gab's nicht. Ich will jetzt hier noch nicht einfach die frisierten Sachen reinlegen. Denn wie gesagt, ich traue diesem Penner ja gerade eben kein Stück über den Weg. Hier fehlt mir noch der F34-Schlüssel. Und den J61 habe ich. Was ist das? Dünnblütige Wache. Dünnblütige werden zwar von allen Kainskindern verspottet, besitzen aber mannigfaltige außerordentliche Fähigkeiten, obwohl ihre Experimente seltener Effekte. Dein Gegner kann nicht fokussieren, während du fokussierst. Das ist super mächtig. Die Erfolgschance von Disziplinen steigt um 25% bei einem Unentschieden. Das ist auch super mächtig. Das Risiko eines gegnerischen Fokus steigt um plus 25%. Aber wenn ich selber fokussiere, kann er da nicht zurückfokussieren. Deswegen finde ich das sehr, sehr praktisch. Wir ziehen es an. Mein Problem ist jetzt, dass ich hier diesen F34 noch irgendwie öffnen muss. Wo bin ich denn jetzt hier oben? A boat. That's ridiculous. Ich bin auf jeden Fall, wo ich bisher noch nicht gewesen bin. Now's not the time. Das werde ich wohl später noch brauchen. Always start by making a cross on one of the sides. The rest will follow. Mhm. Was für ein Riesenlager. Oh. Passen Sie auf Ihre Schlüsselkarten auf. Es wurden neue magnetische Schlüsselkarten an alle ausgegeben. Anders als die Safe-Karten, die nur der Sicherheit Ihrer persönlichen Gegenstände dienen, wirken sich die Schlüsselkarten direkt auf die Sicherheit der gesamten Domäne aus. Wir arbeiten daran, das System zu vereinfachen. Warum hängt das hier?
Hier kann man leider nicht hoch, obwohl es so aussieht. Wozu ist dieser Raum gut? I hope they know what they're doing. You don't mess around with those mortals. What the hell are you doing here? Get out of here! Ich muss da durch. Nee, gehen. Sorry, I'm leaving. Okay, also er lässt mich jetzt hier raus, aber nicht mehr rein. Nee, er lässt mich auch nicht raus. Nee, ah! Er hat mich schon auf die andere Seite verfrachtet. Okay. Hey, this floor is off limits. Ja, ja, zum Glück bist du doof. Hast das nicht gerafft. No baseball bats or junkies looking to score. It's like you're someplace else. Ich bin auf jeden Fall jetzt irgendwo reingekommen, wo ich vorher nicht reingekommen bin. Postausgang. Bestellformular, Adresse 1887. Skymore Road, Beaver Creek, irgendwie ein Joan Miles, Bestellnummer bla bla bla, irgendwas mit Echtzeitzertifikat. Echtzeitzertifikat, Ausschweifungen, irgendwas. Nichts Spannendes auf den ersten Blick. Nee, hier ist echt gar nichts. Was hier drin ist, meine lieben Freunde, erfahren wir in der nächsten Folge. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Schöne Zeit. Tschüss und Ade.